Woradin, es ist Zeit, dass wir gemeinsam kämpfen und diese Invader mit der Kraft unserer Kämpfer besiegen. Sie haben uns genug überholt. Die Zeit ist gekommen, um diese, um dem ein Ende zu bereiten. Meine Brüder, hört mich an. Die Zeit ist gekommen, uns zu vereinen und ein Ende den Zerg-Invasionen zu setzen. Mit dem psionischen Meister Woradin an unserer Seite können wir die gesamte Kraft der Idoran bringen. Seid stolz. Nachdem die Attacke vorbei ist, werden wir weiter nach Executor's Shield gehen. Da kommen sie. So. Perfekt. War es das schon? Huh. Das soll schon gewesen sein. Nein, okay. Ich bin überrascht. Auf jeden Fall bekommen wir viel Geld, das ist gut. Das ist sehr gut, damit wir gleich nochmal was kaufen können. Oh, jetzt kommt aber viel hier an. So. Passt auf, die Zerg kommen hier in Glory's Light hinein. So. Perfekt. Jetzt sind wir Stufe 8. Zerg bereiten ihren finalen Angriff vor. Lass sie nicht durch. Okay, hatte ich auch nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Aber vielen Dank für den Hinweis. Zack, da sind wir Stufe 8. Viel Experience, wie wir sammeln. So, jetzt zerstören wir als erstes. Perfekt. Haben wir geschafft. Scheint, als hätten sie aufgegeben. Wie gut. Es ist mir eine Ehre. Phänomenale Arbeit, Kämpfer. Nun müssen wir uns darauf vorbereiten, Executor's Shield zurückzuerobern. Leitet mich. Wir haben hier vielleicht Glory's Light gehalten. Nun ist aber Zeit, den Zerg dort an Executor's Shield anzugreifen. Um das zu tun, brauchen wir so viel Unterstützung, wie wir können. Wo sind deine Truppen, Woradin? Ich habe die meisten von ihnen bereits auf die Planetenoberfläche gebracht, als wir Hilfe gegen die Zerg brauchten. Hoffentlich können wir sie auf dem Weg finden. Nein, ich wollte noch was kaufen vielleicht. Gut, kaufen wir nochmal schnell das. Schnell. Okay, vielleicht hätte ich mich nicht beeilen müssen. Ich dachte, wir werden zwischen schon nochmal angegriffen. Zerg-Infizierung greift unsere große Stadt zu. Unsere Streitkräfte kämpfen bereits, um die Kontrolle zu behalten. Wir müssen sie unterstützen, wenn wir die Zerg stoppen wollen. Mich doch mal durch hier. Wir brauchen Unterstützung. Wir müssen Unterstützung rufen, um die Stadt wieder einzunehmen. Hilfe gegen die Zerg brauchen wir auf jeden Fall, während sie ihre Unterstützung heranwarpen oder beschwören. Solange müssen wir ihnen auf jeden Fall helfen. Ja. Es ist mir eine Ehre. We take City. Dort ist ein Schild. Sollen wir jetzt hier angreifen oder was? Der Master ist angekommen. Los. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich tun?
Eure Unterstützung ist auf jeden Fall gern gesehen. Hä? Was muss ich tun? Es ist mir eine Ehre. Unser Volk braucht uns. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Kama erleuchtet meinen Weg. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal hier. In der Hoffnung, dass das Richtige ist, was wir hier gerade tun. Ist das das Richtige, was ich hier tue? Beschäftige die Zerg. Okay. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich hoffe, ich tue das Richtige. Kommt, Brüder. Okay, hier wird reingebobbt. Gut gemacht, Voradin. Diese Reinforcements werden die Zerg beschäftigt halten. Wir müssen zum nächsten Sektor gehen. Los, zum nächsten Pylon. Okay. Hier geht's nicht weiter. Oben lang? Ist kein Pylon. Hier? Hier lang. Hier lang sieht gut aus. Der zweite Pylon schläft. Ich muss seine Kraft wieder erwecken. Halte diese Position, während ich hier den Pylon wieder powere. Zerg werden uns daran hindern wollen. So. Zack. Ich teile euer Anliegen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Wie ihr wisst, eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Zack. Unser Volk braucht uns. Angriff. Der Pylon bekommt seine Kraft wieder zurück. Unsere Streitkräfte werden bald hier sein. Mehr unserer Brüder kommen hinzu. Gut. Sowohl links als auch rechts Flanke haben also nun sind aufgegeben worden. Nun ist es Zeit, in die Stadt zu gehen. Angriff! Ich nehme an, wir laufen von Tal, oder? Wir brauchen dringend Hilfe! Eine Welle von Zerg ist auf dem Weg zum Hauptkern. Verteidigt sie mit jeglichem Preis. Ach, 1-1. Also ihr dürft mir auch gerne helfen. Nichts gegen. Also ich sammle gerne die ganze Erfahrung ein, aber ein bisschen Unterstützung ist ganz geil vielleicht. Ein bisschen tanken. Ihr dürft gerne sterben, während ich die Leute alle last hätte. So. Ultra zerschnetzeln. Perfekt. Es ist vorbei. Sind die Zerg endlich eliminiert? Scheint so. Ich spüre nichts mehr, was kommt. Lefte Flanke, linke Flanke ist besiegt. Oder ist geklärt.
Siegt wäre ja eigentlich eher das Gegenteil. Ja, gib ruhig weiter an, Stalker. Die Zerg auf unserer Rechten sind in die Leere eingegangen. Alle verbleibenden Zerg müssen vernichtet werden, Voradin. Die Infizierung dieses Kerns ist auf jeden Fall verschwindet auch. Ein Warp Spire ist reaktiviert. Zwei weitere sind inaktiv. Ich muss diese jetzt wieder befreien. Aber für nun bringt es mir genug Befriedigung, das erste Schiff befreit zu haben. Das ist perfekt. Die Hauptquelle der Infizierung wurde zerstört. Nun müssen wir wirklich nur noch alle anderen Zerg auf diesem Planeten zerstören. Weitere Truppen kommen durch die Eingänge der Stadt. Das sollte auf jeden Fall hier die Sicherheit erhöhen. Yay. Wir haben einen guten Job gemacht heute, Voradin. Nachdem wir unsere tolle Stadt wieder zurück eingenommen haben, können wir unsere Operationen weiterführen. Ein gutes Statement, in der Tat. Wir haben keine Zeit für Pausen. Es gibt noch weitere Areas, die meine Hilfe brauchen. Tu mir einen Gefallen. Stelle sicher, dass keiner der Zerg sich in die Nähe von Executors Shields begibt. Ich werde das schaffen, Großer. Okay, weiter geht's. Wir sind nun schon Level 9. Und wir haben ein bisschen was, aber gar nicht so viel bekommen. Schade. Congratulations, you successfully liberated. Also wir haben die Stadt befreit. Nun ist das unser Hauptzentrum für Operations. Hier gibt es weitere Missionen zum Freischalten. Und wir können hier weitere Informationen holen. Okay, wir müssen erstmal hier ganz am Ende damit reden. Energy Disruption Blast. Wir haben eine neue Fähigkeit. Äh, 30 Schaden und nimmt die Attack Speed eines Gegners weg. Für 8 Sekunden. Oder reduziert sie. Okay. Schau euch unsere stolze Stadt an, Voradin. Es ist wunderbar. Alles dank deiner Hilfe. Von hier an können wir unsere weiteren Schritte planen. Es gibt hier noch weitere Arbeit zu tun. Die weiteren beiden Warp Spire müssen reaktiviert werden. Der erste davon ist nördlich und es gibt ein Rendezvous mit Melzar. Rendezvous mögen die echt gerne. Hier wurde Unterstützung angefordert im Wiedereinnehmen des Spires. Hilf ihm, die Infizierung dort zurückzutreiben. Okay, wir müssen nach oben auf jeden Fall. Kommen wir hier raus. Gucken wir mal. Hier unten vielleicht. Schauen, ob die Rocks dort weg sind. Ansonsten müssten wir uns irgendwie... Ja, sind sie. Perfekt. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir wieder was Neues kaufen wollen. Oh, was gibt's denn hier? Meister. Ich finde es toll, wie ihr gekämpft habt. Leider, immer noch Zerg hier in der Höhle dort vorne. Der einzige Weg, wie wir das verhindern können, ist eine Barrikade zu formen und die Höhle zu stoppen, zu blocken. Die Wildgrowth Cavern und der Bereich drumherum ist der perfekte Platz, um Materialien zu finden. Könntet ihr nicht dorthin gehen und so viel Material wie möglich sammeln? Alles klar. Das kriegen wir doch hin. Frostfall Hills mal wieder. So, bevor wir zu unserer Hauptaufgabe gehen. Oh. Ja, okay, aber 9 bis 10 sind wir ja tatsächlich. 10 bis 11 sind wir auch.
mir eine Ehre. Ich werde dort. Ich, gut, ich wollte eigentlich währenddessen den anderen angreifen. Aber auch das gibt natürlich sehr, sehr viel hier für uns. Und wir kommen gleich zu dieser Höhle, zu der wir wollen. Zack. Schnell in die Höhle rein. Oh, hier sind, sollten wir Level 12 bis 13 sein. Das sind wir noch nicht. Wir sollten erst was anderes machen. Die scheinen noch ein bisschen stark für uns zu sein. Alles klar, machen wir erst die Hauptaufgabe. Bevor wir hier mit der Nebenaufgabe weitermachen. Wir werden sie überwinden. Die Kana erleuchtet meinen Weg. Ah, endlich. Ich bin froh, dass ich, dass euch meine Nachricht ereilt hat in so kurzer Zeit. Vuradin, nachdem wir unsere Hauptstadt eingenommen haben, müssen wir die Zerg, die hier oben sind, vertreiben. Meine Streitkräfte planen, sie endlich loszuwerden. Lasst uns keine Zeit verlieren. Der Warp Spire muss wieder aktiviert werden. Unsere Sache ist gerecht. Zack, wir binden uns mal dort einmal wieder an, quasi. Unsere Seele. Okay. Bleibt stark, Kämpfer. Zerg-Verteidigung zu durchbrechen wird nicht einfach. Los geht's. Führer Chagall. Zack. Das war ein unschöner Banding. Das gebe ich zu. So, da kommt schon wieder wer. Oh, ein Ultralisk. Brauchen echt mehr Energie übrigens. Die können ja gar nicht zerstört werden, so wie das aussieht. Nur ich. Greift weiter an, Kämpfer. Soldaten. Das weiß ich. Beides halt. Die werden gar nicht angegriffen hier, wenn ihr das mal seht. Die verlieren keine Hitpoints. Das ist natürlich auch easy. So. Oh, wenn ich die Sachen zerstöre, bekomme ich jetzt Erfahrung. Das auch für Brütlinge? Offensichtlich nicht. Ja, haltet euch ruhig nur mit den Larven dort auf. Perfekt. Es ist vorbei. Unsere Aufgabe ist komplettiert. Der Warp Spire ist wieder aktiviert. Lasst uns zur Basis zurückkehren. Antaro Tassadar, unser Volk braucht uns. Bin aber immer noch Stufe 10. Das finde ich nicht so geil. Wie ihr begehrt. Ich würde gerne die Nebenaufgabe und gleich erfüllen. Guck, ich will jetzt Level 11 werden. Das hast du gut gemacht, Vuradin. Das, was wir von einem psionischen Meister allerdings auch erwartet haben. Die Zerg-Gefahr wurde neutralisiert und der nördliche Warp Spire ist nun auch beschützt. Ich möchte nun zu Exekutor Noros zurückkehren. Dass du zu Exekutor Noros zurückkehrst. Lass ihn wissen, dass wir erfolgreich waren. Die Kana erleuchtet meine Sicht. Ja, nee. Wir machen das mit der Barrikade jetzt, auch wenn wir unterlevelt sind. Kriegen wir schon hin. Kann ja nicht so schwer sein. Berühmte letzte Worte. So, uns hier an diesen Stachelschwein ein bisschen hochziehen. Dann wird es gleich Level 11. So, wenigstens Level 11 wäre geil. Reicht natürlich noch genau nicht. So, nochmal dieses Stachelschwein hier besiegen. Vielleicht gibt es da noch mehr Nebenaufgaben für uns. Sind immer noch nicht Level 11, ernsthaft. Unser Volk braucht uns. Ich
teile euer Anliegen. So. Ist gerecht. Endlich. So. Eigentlich sollten wir allerdings Level 12 bis 13 in dieser Höhle sein. Trotzdem machen wir das. Kriegen das schon hin. Ist der. Kann auch nicht so schwer sein hier. Unser Volk braucht uns. So, auch das bringt übrigens viel Erfahrung. Hallo. Haben wir das gesammelt? Ja, perfekt. Unsere Sache ist gerecht. Ron Zurul. Omaron Ilarosh. Für unsere gefallenen Brüder. So. Ich teile euer Anliegen. Was sind denn hier weitere Materialien? Dort unten. Ich werde dort. Wir werden sie überwinden. Zack. It is an honor, great one. Sieh mal auf. Danke. 2 von 16? Meine Güte. Es ist mir eine Ehre. Ron Zurul. Okay. Okay, wir könnten die angreifen, theoretisch. Die würden nach 10 Minuten wieder spawnen. Genug Probleme gegen die kleinen Viecher. Ganz zu schweigen von dem großen Viech. Wobei er viel Schaden frisst. Hat er sich gerade wieder regeneriert? Perfekt. 48 Ressourcen bekommen. Unsere Sache ist gerecht. So. Unser Volk braucht uns. Unsere Sache ist gerecht. Zack. Karma erleuchtet meine Sind doch schon ein bisschen angeschlagen, das gebe ich zu. Ich teile Aber wir haben jetzt schon einen dritten es ist mir eine Stein gefunden. Warum gibt es denn hier nur so wenig Steine? Und die spawnen immer wieder neu, ne? Immerhin. Ich werde dort. Wir werden sie überwinden. It is an honor, great one. Wie ihr begehrt. Wir werden sie überwinden. Nicht genügend Energie. Immerhin 5 von 16 haben wir schon. Es ist mir eine Ehre. Wie ihr begehrt. So. Ron Zurul. Der neue Spawn. Warum brauchen wir denn eigentlich 16 davon? Und warum gibt es hier nur so wenig in dieser Höhle? Wenn es wenigstens hier so viel gibt, dass man die vielleicht zweimal alle töten muss, dann wäre ja gut, aber... Ist sogar nur Mineralien? Es ist mir eine Ehre. Ah, da ist schon wieder ein Rock. Perfekt. Omaron Ilarosh. It is an honor, great one. So, 6. Ich werde dort. 7. Naja, scheint ja doch schneller zu gehen als befürchtet. 8. Also, so schnell spawnen die scheinbar also nicht wieder. Jetzt habe ich irgendwo hingeklickt, wo ich nicht hinklicken wollte. Ist wieder einer neu gespawnt. So. Brauchen wieder einen Rock. Rock, 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 Rock. Hier ist natürlich keiner mehr da. Die Frage ist, ob wir vorher mal eben was anderes machen quasi. Aber dann ist das Problem, dass die hier gleich wieder neu spawnen, ne? Vor allem das Monster spawnt dann wieder neu. Naja, was soll's. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal hier zurück von dieser Nebenaufgabe. Oh, hier ist noch ein Rock. Ah, vielleicht gibt's die hier auch. Ah, hier gibt's die auch alle. Okay, das erklärt einiges. Wir müssen uns gar nicht in diese Höhle vorwagen. Können wir uns hier mit diesem Stachelschwein begnügen. Die sind nicht so schlimm. So, dann kriegen wir doch noch die 6 zusammen, die wir hier brauchen. So.
hier natürlich kein einziger Rock mehr. Es ist mir eine Ehre. Mich wieder ein bisschen zu nerven. Nun gut, also wieder rein in die Höhle. Ach, wir kriegen jetzt, also wir sind nur noch 5 Stück, die kriegen wir auch noch eben zusammen. Warum haben wir eigentlich so wenig Energie? Wir brauchen einen neuen bis Level hier. Dann haben wir wieder volle Energie. Unser Volk braucht uns. Ich werde dort. So. Unsere Sache ist gerecht. Da war doch das Level up. Stein 13. Komm. Stein 14. Da ist Stein 15 gespawnt. Direkt daneben. Da ist Stein 16. Perfekt. Kommen wir jetzt endlich hier raus. Möglichst ohne so viele Stachelschweine nochmal zu bekämpfen. Unsere Sache ist gerecht. Ja, komm mal, ich nehme nochmal eben mit. So, Gas. Und dann werden wir uns jetzt gleich nochmal eben hier so ein bisschen aufleveln, würde ich sagen. Zack. So, der freut sich, dass wir das gemacht haben. Danke für eure Hilfe, gern geschehen. Ja. Wir werden sie